Maiki und ich tätowiere hier in meinem kleinen Studio auf der Jakobstraße 40. Den Laden hier, den habe ich seit dem 21. Oktober letztes Jahr 23. Insgesamt tätowiere ich seit einem Jahr Tatsache erst. Selbst angelernt, aber auch durch Kommunikation mit anderen Tätowierern. Ich hatte schon auch Leute an der Hand, die mir, wenn ich mal eine Frage hatte, da durchaus auch ein paar Dinge beantworten konnten. Du guckst erstmal die Grundlagen an. Da gibt es sehr viele wirklich sehr gute fachmännische Videos auf YouTube von Tätowierern, die das auch extra dafür machen, um jungen Tätowierern weiterzuhelfen. Dann probierst du es halt über Kunsthaut. Wenn sich Fragen ergeben, findest du eine Lösung, und damit habe ich mich halt wirklich intensiv beschäftigt, weil ich hatte Gott sei Dank ja nie die Ablenkung in einer anderen Arbeit und musste mal gucken, wie ich das dann zeitlich eintakte, sondern ich hatte ja wirklich den ganzen Tag dafür Zeit und konnte mich intensiv nur damit beschäftigen. Ich hatte ja damals einen anderen Beruf. Ich hatte ja den Beruf des Erziehers, und nach 8,5 Jahren wollte ich das aber nicht mehr machen, aus vielerlei Gründen. Ich war dann halt auch krankgeschrieben, musste für mich irgendeine andere Lösung finden, weil für mich feststand, dass ich diesen sozialen Beruf nicht mehr ausüben möchte, obwohl das ja auch ein sozialer Beruf ist irgendwo, aber halt anders, und wollte definitiv irgendwie auch was Künstlerisches weitermachen, weil ich das damals auf dem Gymi schon war ich in so AGs, oder ich habe immer gerne gezeichnet und so weiter und so fort. Oder hatte ja dann auch in meinem Krank letztes Jahr, habe ich halt Bilder für Leute gemalt und so weiter und so fort. Und da hatte mich meine Schwester eigentlich auf die Idee gebracht, der war doch Tätowiererin. Hat ja ganz gut funktioniert, hier bin ich. Ich habe früher diese ganzen Tattoo-Zeitschriften gesammelt. Also ich hatte, glaube ich, so einen Stapel davon und habe die immer richtig weggesuchtet und mich dann gefreut, wenn wieder die nächste Zeitung draußen war, und habe mir die immer fort angeguckt und wie gesagt halt auch gesammelt. Fand Tattoos schon immer cool. Hatte dann natürlich auch, sobald ich 18 war, auch ein eigenes kleines Tattoo. Mal davon abgesehen, dass das jetzt auch kein tolles Tattoo war, aber ist auch egal. Ich hatte eins und da war ich ganz stolz. Ja, und dann ging das halt weiter. Muss halt immer gucken, wie es finanziell passt. Aber ich finde es schön, ich finde es toll. Ich finde, das ist für viele Leute ja auch ein Ausdruck. Es hat schon eine Bedeutung. Was nicht heißen soll, dass man immer nur Tattoos mit Bedeutung braucht. Man kann manchmal auch einfach Tattoos haben, die man schön findet. So, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch Tattoos, die sind einfach nur schön. Zum Beispiel an meinen Beinen oder so. Und ich musste üben und dann habe ich mich halt einfach selbst tätowiert. Also ich habe beide Oberschenkel. Also angefangen hatte ich mit den Fingern. Ne? Finger ist immer, und das hier, das waren so meine ersten selbst. Von dem braucht man nicht anfangen, das ist ein totaler Unfall. Irgendwas mache ich da irgendwann mal auch noch draus. Jetzt ist es halt einfach da, es gehört zur Geschichte dazu, von daher ist es auch egal. Aber bei den Oberschenkeln war es schon so, oder ich habe auch hier dann noch eine riesige Blume. Ich habe mich auch unter den Knien tätowiert. Und dann kannst du aber ja immer auch mal stoppen. Und je länger du aber weitermachst, ist es ja auch selbst, also es ist das Gleiche, wie wenn du tätowiert wirst. Deine Haut gewöhnt sich dran und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Ich habe mir dann viel Zeit gelassen und habe es aber durchgezogen, weil ich dachte, kannst du ja jetzt hier nie mit drei Strichen durch die Gegend laufen. Ich wohne ja nie weit von hier und ich habe einen Hund, und es ist eigentlich immer meine Hunderunde, und ich bin hier immer schon dran vorbeigelaufen, auch mit meinem Partner. Hier war aber immer das Schaufenster zugehangen mit Teppichen, und wir haben uns halt immer so überlegt, Mensch, wie cool wäre das denn, wenn das hier passen würde und du hättest hier, weil wir haben ja schon gesehen, es muss ja was Kleines sein, ne? Du hast halt drüben Emmas Tante, du hast hier den Antiquitätenladen, wollte ja nur was Kleines von Anfang. Also haben wir dann hier nebenan gefragt, wer denn hier die Hausverwaltung ist, haben uns die Nummer besorgt und haben angerufen. Dann haben wir das hier besichtigt und fanden es schön. Hier mit der kleinen Mauer, die hier so reingeht, also idealer Sichtschutz eigentlich schon, passt sehr gut. Ich habe es dann schon vor meinem inneren Auge gesehen, wo die Couch hinkommt und so weiter. Also ich liebe dunkelgrün. Ich finde auch so ein Khaki cool, also alle Formen von Grün, außer so grelle Grün. Aber auch zu Hause bei uns im Wohnzimmer ist auch grün gestrichen, aber nie ganz so dunkel. Also mein Nachname ist ja Schwarz, da ergibt sich schon mal das Black und Stack, der Hirsch. Also mein Partner heißt mit Nachnamen Hirschberger, und eventuell klingt er sich irgendwann mal ein. Da haben wir halt schon von Anfang an nach einem Namen gesucht, der auch so bleiben kann quasi. Und das ist halt der Schwarze Hirsch. Und wir streamen ja auch auf Twitch, dort sind wir auch Hirsch und Hirsch. Also es ist halt immer der Hirsch irgendwo mit dabei, oder wir sind die Hirschis oder so, ne? Normalerweise waren wir so ein reiner Horrorkanal. Also wir haben übelst gerne Horrorspiele gestreamt. Das ist momentan nicht mehr so machbar, weil ich durch meinen Burnout, den ich hatte, komme ich so mit Aufregung immer so gut klar. Das ist für mich übelst verwunderlich und auch schlimm, weil ich eigentlich Horrorspiele und auch Horrorfilme geliebt habe, seit ich jugendlich war, also immer. Aber ich sag mal, so Sachen wie Resident Evil und The Last of Us sind dann so die Lieblingsspiele, die gehen halt voll klar. Aber so diese ganzen, sowas wie Paranormal Activity oder so, also alles diese ganzen Psycho-Dinger, das ist gerade schwierig. Wir haben auch Point and
Klick spiele auch sehr gerne Deponia. Streamen wir auch ganz gerne mal. Wir haben eigentlich immer Dienstag, Donnerstag und dann halt Freitag oder Samstag, je nachdem, was man am Wochenende auch privat so zu tun hat und wie es passt. Aber eigentlich immer so Dienstag, Donnerstag und Freitag sind so unsere Streamtage. Ja, macht uns Spaß. Hast immer ein paar Leute, die dann reinschauen. Zweimal oder dreimal hatten wir schon einen Tattoo-Livestream zu Hause im Wohnzimmer. War ja bloß mein Freund. Ich sehe das eigentlich gar nicht so als Konkurrenz, weil wir folgen uns auch eigentlich alle gegenseitig bei Instagram und jeder hat auch so seinen eigenen Stil. Wir pushen uns eigentlich auch ein bisschen gegenseitig, also Aura zum Beispiel die Anna von Dark Plants, die hat mir damals auch sehr geholfen, wenn ich immer irgendwelche Fragen hatte. Oder die Melina war auch zur Eröffnung da, die hat mir die Kerze dort geschenkt. Also das passt schon. Jeder sucht ja irgendwie nach ihrem individuellen Stil, den er cool findet. Ja, der eine bietet halt den Stil an, der andere den. Je nachdem, was die Leute suchen und haben wollen, haben sie jetzt halt genug Auswahl und müssen dann halt dementsprechend nie so lange auf einen Termin warten. Also bei mir ist jetzt gerade momentan, also bis Mitte April ist jetzt zum Beispiel alles voll. Ich denke, es ist jetzt langsam ausgereizt und gut, aber es hat ja trotzdem scheinbar jeder gut zu tun, obwohl es so viele gibt. Also ich finde das immer schwierig, meinen Stil zu beschreiben, weil der besteht aus verschiedenen Stilrichtungen. Also ich mag verschiedenste Stilrichtungen sehr gerne. So florale Sachen mache ich sehr gerne. Es ist ja immer irgendwo mein Stempel mit drauf. Ne? Also ich mag es zum Beispiel eher einen Ausdruck zu schaffen mit ein bisschen dickeren Outlines und dann aber innen drin alles, dass nicht alles eine und dieselbe Nadelgröße hat. Das finde ich ein bisschen langweilig, sondern ich mag halt auch so diese Pepper Shades Schattierungen sehr gern. Ich tätowiere auch voll gerne Oldschool, wenn sich das jemand wünscht. Ich würde jetzt meine Bandbreite beschreiben als Oldschool-Dotwork, florale Sachen, aber vor allem halt auch figurative Dinge. Die finde ich richtig cool. Also so Comic-Mäntel oder Tiere oder gerne auch mal ein Anime. Dadurch, dass wir sind ja 5 Vorstandsmitglieder und da hat jeder so seine Aufgaben. Und ich bin halt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und für Social Media und beantworte die E-Mails. Manchmal muss ich auch dann doch mal nochmal was wieder kurzzeitig abgeben, aber eigentlich passt es. Also wöchentlich diese Posts zu machen, die anstehen, zum Beispiel von Öffnungszeiten oder so, oder Werbung für einen Workshop zu machen, oder wenn jetzt zum Beispiel die Heurea hat ja für uns eine Spendenaktion gemacht, da mal rüber einen Post zu machen, das geht schon. Also die Zeit nehme ich mir dann auch. Also der Burnout ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Es war im September 22 ging es los. Ich muss auch dazu sagen, in erster Linie, da stand nämlich auch im Zeitungsartikel ein bisschen falsch, es ist nicht nur der Job gewesen. Also es war nie nur der Job, der jetzt mich ins Burnout getrieben hat. Da waren natürlich auch eigene persönliche Sachen, ne? Dass das immer vielen Leuten gerecht werden willst. Und was da nie alles dazugehört, was dich halt innerlich absolut stresst. Aber man ist natürlich in diesem Heilungsprozess vom Burnout mit seinen Ärzten und so weiter übereingekommen, dass ich diesen Job nicht mehr machen will oder dass ich halt momentan auch überhaupt nie in der Lage wäre, mich bedürfnismäßig um irgendjemand anderen als nur um mich selbst oder wenigstens noch mein Kind zu kümmern. Deswegen ist das ein Grund auch gewesen, warum ich dort nicht mehr hin zurück wollte. Es war auch nie nur die Altersgruppe. Alles, was so sozial war, wo irgendjemand was von mir will, das hätte nie funktioniert. Ich brauchte auch irgendwas, was ich für mich selber und alleine machen will. Es entlastet dich halt immens. Du hast diesen Druck nie, es wieder irgendjemandem recht machen zu müssen, außer dir und deinen Kunden. Das hilft schon viel. Legst halt jetzt deine Gleise, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Oder noch besser wird. Naja, ich komme halt aus Görlitz. Also ich bin in Görlitz geboren. Ich habe immer in Görlitz gewohnt. Ich war noch nie raus aus Görlitz. Das mag für manche vielleicht traurig sein. Aber ich habe ja auch eine fast 15-jährige Tochter und so alt bin ich ja noch nie. Das heißt, ich bin ziemlich jung Mutti geworden und es hat sich einfach niemals ergeben, von hier wegzugehen. Also ich habe halt mit meiner Tochter dann im Gepäck quasi die Ausbildung gemacht zur Erzieherin und habe halt hier dann auch gearbeitet. Die war hier in der Schule, im Kindergarten. Also man ist halt hier so verwurzelt. Und wir hatten schon mal den Gedanken, hier wegzugehen. Wir wollten eigentlich diesen Sommer, war so der Plan mal, oder in Gedanken, in Überlegung wert, an die Ostsee zu ziehen. Und da gab es viele, viele Tränen vom Teenie. Wenn sie 18 ist, kann sie dann entscheiden, ob sie mitkommt oder nie. Oder wir bleiben halt hier. Also es ist alles offen. Wir legen uns nicht fest, aber deshalb halt Görlitz. Ne? Wenn man einmal hier ist, dann bleibst du halt erstmal hier. Macht auf jeden Fall, was euch glücklich macht. Das ist ganz wichtig. Also ich habe das gelernt durch meinen Burnout-Tatsache, wie wichtig das ist, auch mal Nein zu sagen. Wie wichtig das ist, kein People-Pleaser zu sein. Wie wichtig das auf jeden Fall auch ist, Sachen zu machen, die dich selber zufrieden und glücklich machen. Egal, was andere Leute davon halten, mach's einfach, wenn du denkst, es wird gut.
dann machst. Wie viele Leute sind unglücklich, weil sie immer gerne Sachen gemacht hätten, aber sich nie getraut haben, weil sie nie sich aus ihrer Komfortzone rausgetraut haben. Und das, denke ich, ist so eine ganz große Botschaft. Das ist auf jeden Fall, Angst hat man immer. Also ich habe zwischendurch auch ganz oft Angst geschoben. Ich war so froh, dass ich meinen Mädel an meiner Seite hatte, der mich da immer wieder runtergeholt hat. 1000 Ängste habe ich gehabt. Aber letztendlich hat es ja funktioniert. Und das wünsche ich mir für viele Leute. Bevor sie mürrisch und frustriert durch den Tag gehen und andere Leute ankacken, sollen sie lieber sich mal getrauen, ein paar schöne Sachen zu machen, die sie glücklich machen. Und dann wird die Welt vielleicht ein bisschen besser.